Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. So, gucken wir mal. Wir haben, glaube ich, soweit aus dem... Ja, hier haben wir soweit alles raus. Ach so, Leliana. Die hat noch Feuerpfeile drin, genug. Gut. Ja, dann guck mal, ob sie noch was hat. Hallo, Leliana. Erinnert ihr euch an unser Gespräch? Ja, natürlich. Ich wollte euch sagen, dass ich über eure Worte nachgedacht habe und... ihr hattet recht. Entgegen Marjolaines Meinung bin ich nicht wie sie. Das ist mir jetzt klar. Ich habe beim Erbauer Frieden gefunden und nichts kann daran etwas ändern. Ich bin euch gefolgt, um die Welt zu verbessern. Und solange ich daran festhalte, werde ich nicht scheitern. Manchmal muss uns ein anderer die Wahrheiten aufzeigen, die wir vor uns selbst verbergen. Es war mir ein Vergnügen, Leliana. Ich bin froh, dass ich Lothering an eurer Seite verlassen habe. Ihr habt euch als wahre Freundin erwiesen und dafür danke ich dem Erbauer. So, ja, gut. Ein kleines Gespräch hatte sie ja dann doch noch. So, Stan, hast du noch was? Was ist euer Begehr, Kadan? Gut, er hat weiter, glaube ich, nichts. Wie ihr wünscht. So, dann gucken wir mal, wie die so sind. Die meisten haben wir gut hingekriegt, ja. Die sind auch recht weit. Naja, ihm fehlt noch Erfahrung. So, okay. Ja, dann können wir eigentlich weitermachen. Wechselführung. Ja, da gehen wir dann jetzt einmal nach Redcliff, um da das zu erledigen. So. Dann auf geht's. Alistair. Ja. Ja, in der Tat. Und Hundi ist ja sowieso an unserer Seite. Ja. Da müssen wir ja bis zur Mühle hin. So, wir gehen natürlich hin. Oh, ach, bestimmt wieder mal der Händler. Könnte ich... Oh, doch nicht. Okay, dann mache ich mal hier kurz Speicher. Tarons Lager, okay. Ja, das sind hier alles die Soldaten. So ist nur. Wir sammeln. War nur ein Lagerfeuer, wollte ich sagen. So, sammeln wir eben hier das mal ein. Haben wir sonst noch was, was wir hier plündern könnten? Da geht es bestimmt wieder nur raus. Anscheinend haben wir weiter nichts. Keine weitere Pflanze. Gut. Mit denen können wir auch nicht reden. Da geht es nur wieder raus zur Karte. Okay. So, hallo. Wie schön. Ihr seid zurück. Haben wir etwas Geschäftliches zu besprechen? Im Moment nicht. Ich verstehe. Kommt jederzeit zu mir, wenn ihr reden möchtet. Okay. Dann gehen wir halt wieder. Wenn er nicht will. Wer nicht hat. Wer nicht will, der hat schon, ne? Wie man so schön sagt, ne?
Und die Verderbnis breitet sich immer mehr aus. So, dann wollen wir mal hier zu dem Templer laden. Und der Miliz steht hier noch immer fleißig herum. So, da ist auch schon er. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr noch weitere Großzügigkeiten meiner Freunde aus der Gemeinschaft? Ich habe ein Paket von der Gemeinschaft der Magier für euch. Oh, ja natürlich. Darum kümmere ich mich persönlich. Betrachtet es als erledigt. Und einen guten Tag noch. So, Quest absolviert. Sehr schön. Oder aktualisiert. Du hast die Aussagen bei Kommandant Hesris oder keine Ahnung, ich kann ja kein Englisch, abgeliefert und so die Anschuldigungen, dass es innerhalb der Gemeinschaft Blutmagier gibt, zum Verstummen gebracht. Kehre zur Gemeinschaft der Magier zurück, um deine Belohnung zu erhalten. Yay. So. Ja, das ist bestimmt im Denerim irgendwo. Da finde Raelnor und beseitige ihn, um Tarons Position an der Spitze. Ja. Die ganze Zeit machen wir irgendwelche Sachen für die. So, dann müssen wir das hier abgeben. Also können wir. Ich glaube, von hier aus kann ich nicht direkt schnell reisen, ne? Doch. Gut. Haben wir soweit alles. Ich werde nochmal die Händler, aber das mache ich dann ohne aufzunehmen, werde ich nochmal nach diesem Part eben die Händler ablaufen. Um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht kaufe ich auch den einen oder anderen Ring. Aber das gucke ich dann mal. So, dann gehen wir jetzt erstmal. Erstmal wieder nach Denerim zurück. Betrachtet es als erledigt. So, geben das halt dann bei den Magiern ab. Stopp uns wieder nicht, Taron. So, hier stehen. Ah, da ist Rael nur. Okay. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und einen Tod gibt, ja, ja. So gibt es nur einen Gott und er ist unser. Hallo du, wir haben was erledigt für euch. Hallo. Die Gemeinschaft der Magier dankt euch. Möge der Erbauer auf euch herablächeln. Absolviert. Ist erledigt. So, gucken wir vorsichtshalber hier nochmal nach, aber nee, gut. Hätte mich auch jetzt gewundert, wenn wir hier wieder was gefunden hätten. Schön, schön. Hast du noch was für uns? Danke für eure Hilfe. Leider gibt es noch einiges, das mir Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Der ist immer nicht da. Gut, gut. So, dann hätten wir jetzt als nächstes das mit Raelnor zu machen. Und dann halt zum ihm wieder zurück. Gut. Dann soll es jetzt so sein.
Magie soll den Menschen dienen und ihn niemals. Dann mache ich hier jetzt nochmal einen Speicherpunkt. Demnächst muss ich ein paar wohl auch wieder löschen. So, das ist, ja, das ist dieser alte Herr. So, hallo Reinor. Ah, Wächter, endlich begegnen wir uns. Ich weiß, warum ihr hier seid. Tauran hat euch geschickt. Mein eigener Sohn will meinen Tod. Ich sollte vermutlich stolz darauf sein, dass ich ihn zu einem derart ehrgeizigen Mann erzogen habe. Warum sollte er euren Tod wollen? Er ist ein äußerst ehrgeiziges Kind und giert danach, die Gilde wieder zu dem zu machen, was sie in den Tagen seines Großvaters war. Eine gewalttätige Bande, die durch geheime Spenden des Adels gestützt wird. Er teilt meine Überzeugung nicht, dass wir unseren Weg auch ohne derartige Machenschaften gehen können. Dabei ist es uns tatsächlich möglich, ehrenhaft und rechtschaffen zu arbeiten. Ich stimme euch zu. Danke, dass ihr das sagt, Wächter. Es tut gut zu wissen, dass meine Überzeugung von jemandem euren Ranges geteilt wird. Ich habe lange Zeit mit meinen Gefühlen meinem Sohn gegenüber gerungen. Ich hatte Angst, ich müsste vielleicht selbst meine Klinge gegen ihn erheben. Aber ich bringe es nicht übers Herz. Wie kann ich meinen eigenen Sohn töten? Selbst wenn es das Beste für meine Männer ist. Jetzt haben wir die Wahl. Entweder ihn töten oder wir lassen uns einen Auftrag geben, dass wir seinen Sohn töten. Oder uns geschickt raushalten. Ich will nichts damit zu tun haben. Regelt das unter euch selber. Irgendwie werdet ihr bestimmt einen Weg finden. Das verstehe ich, Wächter. Es ist klug, sich aus Familienangelegenheiten rauszuhalten. Ich habe die Zusammenarbeit mit euch genossen. Viel Glück bei eurem Kampf gegen die Verderbnis. Kommt, Männer, kümmern wir uns selbst um unsere Probleme. So, gut. Du hast vor der Wahl gestanden, entweder den ehrenhaften Ralnor oder seinen verschlagenen Sohn Tauran zu beseitigen und dich entschieden, dich aus der Sache rauszuhalten. Ja, habe ich. Damit müssten die Blackstone-Freischärler erledigt sein. Der dürfte jetzt dann auch keinen Auftrag mehr für uns haben, aber wir Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Ordnung. Sicher ist sicher. Betrachtet es an. Weil, ja, es steht kurz davor, halt zu der Stelle zu kommen, wo man alles abgeschlossen haben muss, weil es sonst kein Zurück mehr gibt. So, na? Der Erbauer segne euch, Wächter. So, sehr schön. Weiter nichts und da ist auch leer. Gut. Der Wirt hatte ja auch keine Aufträge mehr für uns. Da kann man ja nur. Was darf es denn sein, Fremde? Ja, wir können mal nach Gerüchten fragen. Im Moment wüsste ich nicht, was ich euch erzählen könnte. Und dann könnte. Konnte man nur noch bei ihm was kaufen. Okay. Dann einmal wieder hier raus. Wie ihr meint. Ja, dann geh. Nicht stehen bleiben. Das geht nicht, Madame. Dann laufen wir jetzt. Zwergenhandwerk, ja, ja, feinstes bla. Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Etwas Besseres finden. Mit der Wache können wir auch nicht. Und da können wir auch nichts machen. Okay. Ach, das bringt doch sowieso nichts. So, jetzt haben wir hier nur noch die zwei Sachen. Alles andere ist soweit abgeschlossen.
So, ja, da müssen wir jetzt Bericht erstatten. Da sind wir dann auch schon wieder hier. Dann laufe ich jetzt noch kurz zu dem, oder halt, hallo du. Entschuldigt mich, ich muss im Wohnraum des Aals Staub wischen. Ich habe hier nur wenig Elfen gesehen. Der Kämmerer mag uns nicht. Hätte Lady Isolde mich letztes Jahr nicht selbst aus Redcliffe hergebracht, hätte ich hier nie eine Stelle bekommen. Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber die Haushälterin darf mich nicht beim Herumstehen erwischen, sonst rollt mein Kopf. Guten Tag. Immer nur kurze Sätze. So, okay, dann machen wir im nächsten Part hier weiter. Ja, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denne dann. Tschüss.